Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part zu Let's Talk Fragen Info Videos. Es wird wieder Zeit, ein paar Infos loszuwerden, gerade über Mario Kart 8, denn viele fragen sich, was ist im Moment mit dem Projekt los, weil es gab letztes Wochenende einen Termin, genau vor einer Woche, und da kommen keine Parts irgendwie, da wurden keine hochgeladen und jetzt kommt da kein Termin, was ist da also los? Also folgendes, ich werde euch mal den letzte Woche schildern am Sonntag, da ging nämlich dann der Termin am Sonntag los. Kurz vorher, was soll ich sehen, mein Kamerastativ ging kaputt. Ich konnte meine Kamera da nicht draufstellen. Ich habe es so gut wie möglich probiert, aber das Kamerastativ bleibt kaputt. Das heißt, da haben wir schon mal Probleme. Ich kann das somit nicht ordentlich aufnehmen. Ich habe es aufgenommen. Also ich habe die Kamera hingestellt, aber in den ganz blöden Winkel konnte ich nur aufnehmen. Das heißt, das Bild ist auch noch krumm und schief. Also noch krummer und schiefer, als ihr es sonst kennt von meinen Kameravideos. Ja, das heißt, ich möchte das so ungern zeigen, wie das abgelaufen ist. Der zweite Grund ist, dass wieder so wenig Leute da waren, was ich extrem schade finde. Es waren zwei Leute da, ich habe nämlich nur einen Part aufnehmen können, der beim zweiten Mal gar keine mehr da, was ich sehr schade fand, beziehungsweise wir konnten keinen Connect aufbauen. In den ersten drei Rennen war nur Selina Fuchs da und beim vierten kam noch Nintendo G dazu, falls du so ausgesprochen wirst. Auf jeden Fall nur die beiden, mehr nicht, was ich sehr schade fand, weil so viele haben sich auf das Projekt gefreut, so viele wollten mitfahren. Pustekuchen, aber nichts. Also entweder könnte ich die Termine nicht merken oder ihr habt da doch keine so große Lust drauf, was ich sehr schade finde. Denn so ein Projekt funktioniert natürlich nur, wenn ihr mitarbeitet. Das heißt, in Pokémon funktioniert das super, weil so viele kämpfen wollen, was ich super finde wirklich. Und da haben sich viele neue Leute mit eingefunden, die mich dann kennengelernt haben durch diesen einen ersten Part. Dadurch wollten so viele kämpfen, das funktioniert einfach wunderbar. Ich weiß nicht, warum das in Mario Kart nie funktioniert. Das war ja auch schon in Mario Kart Wii und 7 so, was ich nicht so ganz verstehen kann. Auf jeden Fall, ich habe nur einen Part aufgenommen, zum zweiten kam es nicht. Und jetzt kommen wir auch zum dritten Grund, denn warum dann jetzt kein Video hochgeladen wurde und warum kein zweiter Termin erschien. Es ging einfach darum, dass ich wahrscheinlich das System komplett wieder überarbeiten werde. Das heißt, ich werde kein Turnier mehr machen, sondern ich werde einfach einen Raum erstellen, so wie ich das wirklich in Mario Kart Wii gemacht habe und nicht in Mario Kart 7. Weil ich da Probleme habe, dass da Leute zujoinen und dann auch im selben Raum sind und dann kann man natürlich das Ende geht nichts sehen. Das heißt, nach vier Rennen ist das einfach vorbei und da passiert nichts mehr. Dann kommt keine Siegerehrung oder sowas ähnliches, das finde ich natürlich auch schade. Ich werde dann, wenn es dann wieder weitergeht mit den Mario Kart 8 Terminen, es funktioniert natürlich so oder so, nur wenn mal mehr Leute erscheinen würden, das wäre echt toll. Es würde dann nur funktionieren, wenn ich einen Raum eröffne. Das heißt, ich brauche natürlich auch eure Freundescodes und so weiter. Das wird aber jetzt alles noch nicht der Fall sein, denn ich werde so Mario Kart 8 nicht mehr mit Kamera aufnehmen können, weil, wie gesagt, das Stativ kaputt ist. Ich werde probieren, da mein Vater und ich jetzt ja Ferien haben, Urlaub, dass wir endlich den Grabber so anschließen, dass er auch funktioniert. Ich habe euch ja über die Zeit erzählt, wie es mit dem Grabber ist, als ich den angeschlossen hatte. Dauernd verlor das Bild. Ich hatte den Grabber direkt mit PC und dem Monitor angeschlossen und hatte eine Verbindung hergestellt. Und dauernd war Wackelkontakt da und der Bildschirm ging dauernd aus und musste nochmal die Verbindung suchen mit dem Bild. Das Blöde ist, wenn man da gerade aufgenommen hat und man kriegt diesen Wackelkontakt, dann wird das, was bisher aufgenommen wurde, nicht gespeichert. Das heißt, selbst das Aufnehmen würde sich bis dahin nicht lohnen. Weil alles, was ich aufnehme, würde sofort wieder weg sein, wenn ein Bildfehler kommt. Das ist das große Problem. Deswegen konnte ich ja nicht mit Grabber aufnehmen. Deswegen probieren wir es endlich mit Grabber aufzunehmen. Dann wäre nämlich das Problem mit der Kamera und dem Stativ endlich behoben. Da könnte ich so aufnehmen. Zweitens, es wäre schön, wenn in der Zeit sich mehr Leute einfinden würden, die Lust hätten, Mario Kart 8 mitzuspielen. Das wäre der zweite Grund. Und drittens, muss ich nochmal ein neues Sonderinfovideo machen, dass ich sage, dass ich das komplett nochmal umräume mit dem System, wie wir das Ganze gestalten wollen, wie wir uns treffen, um so miteinander zu fahren. Das sind also drei Gründe, ne? Warum es effektiv nicht ging, dass wir Mario Kart 8 fahren konnten und ich somit Parts planen konnte. Das waren die drei Gründe. Nur so zur Info. Es waren wirklich nur zwei Leute anwesend, was ich sehr schade fand. Und ich werde es mit versuchen, mit Grabber aufzunehmen. Es wäre wirklich schön, wenn das funktionieren würde. Also, wenn ich den dann jetzt eingebaut kriege. Ich würde euch dann rechtzeitig informieren und auch in nächster Zeit werde ich mich an ein neues Sonderinfovideo versuchen. Okay, das zum Thema. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle informiert und seid ihr enttäuscht, vor allen Dingen die beiden nicht, die dabei waren im ersten Termin. Ich werde wahrscheinlich einfach so, weil ich auch Zeit habe, hoffentlich hochzuladen. Ich werde am Ende dieses Parts hier, am Ende dieses Parts, werde ich ganz kurz
statt dem Endscreen, den ich ja normalerweise jetzt einblende seit einigen Parts, werde ich euch mal kurz einen kurzen Ausschnitt zeigen. Denn ich habe den ersten Part noch bearbeitet und ich werde euch zeigen, wie das Ganze aussieht. Also einen ganz kurzen 10-Sekunden-Ausschnitt, damit das Video nicht allzu lang wird. Damit ihr seht, wie es aussieht und wie schade es ist, dass nur eins, zwei Leute mitgefahren sind. Gut, das zum Thema. Kommen wir zum nächsten, wo ich gerade bei den Grabber-Aufnahmen war. Ich habe euch ja Folgendes erzählt. Und zwar möchte ich mir eine Capture Card zulegen für alle möglichen 3DS-Aufnahmen. Jetzt ist es so, erstens ist das Geld endlich da, um mir eine Capture Card zu kaufen und um das Glasfasernetz, was ja jetzt in Kürze kommen sollte, zu finanzieren. Ich habe nämlich vor kurzem meinen Roller verkauft für sehr viel Geld tatsächlich. Dass es für so viel Geld verkauft worden ist, hätte ich nicht gedacht. Es würde auf jeden Fall reichen, eine Capture Card sich zu organisieren und das Glasfasernetz zu finanzieren, damit ich ordentliches Internet habe. Das mit dem Glasfasernetz, das kommt eh eine Weile später, wer weiß, wann das kommen wird. Ich kann euch da nichts versichern, leider. Also, zu dem werde ich euch erst informieren, wenn dann wirklich mal das Netz hier angeschlossen wird. Wann das sein wird, kann ich euch nicht sagen. Ich werde euch dann informieren. Zur Capture Card. Habe ich euch erzählt, dass ich 3 Wochen nach den Sommerferien mir eine besorgen möchte, weil ich dann ja eine Woche auf Studienfahrt bin in Spanien. In der Zeit würde ich ja eh nicht 3DS spielen können. Das heißt, in der Zeit, wenn ich weg bin, kann auch gut ruhig und ganz ja, voller Einverständnis von mir der 3DS auch mal weg sein, weggeschickt werden, damit der umgebaut werden kann. Aber ich dachte mir Folgendes. Also es ist noch nicht ganz raus, aber es ist ja so, nicht nur ich besitze ein 3DS in dieser Familie, sondern auch meine Schwester. Die besitzt ein 3DS und die benutzt ihn im Moment nicht. Nun ist es so, ich kam jetzt auf die Idee, ich könnte ja meinen eigenen 3DS jetzt schon in den Sommerferien losschicken, für eine Woche circa. Da würde er umgebaut zurückkommen mit der Capture Card innen drin. In der Zeit würde ich meine Let's Plays und so weiter mit dem 3DS von meiner Schwester aufnehmen, da sie den nicht benutzt. Ich muss das nur bei meinen Eltern klären, dass ich den noch weggeschickt kriege und so weiter. Und das Geld würde ich dann auch noch irgendwie finanzieren. Das heißt, ich werde euch dann wahrscheinlich schon im nächsten Let's Talk Part informieren, ob ich den wegschicken werde oder schon weggeschickt habe oder nicht. Das heißt, mitten in den Sommerferien werde ich es tatsächlich noch schaffen, von Kamera komplett auf die Capture Card umzustellen und zudem natürlich auch auf den Grabber für Nintendo Wii U Aufnahmen und so weiter. Das heißt, ich würde Kamera von einem Moment auf den anderen komplett wegschaffen. In 3DS und Nintendo Wii U. Das wäre doch mal ziemlich geil, wie ich finden würde. Das heißt, ich kann wirklich nur die Let's Plays dann aufnehmen, Let's Battle Plays nicht in der Zeit, weil ich benutze ja einen anderen 3DS. Das heißt, ich kann dann nicht ins Internet und auch keine Freundescodes annehmen oder irgendwie online mich verbinden. Das würde nicht gehen. Aber keine Sorge, ich habe in letzter Zeit sehr viele Battles aufgenommen, was Pokémon betrifft. Das heißt, ihr werdet in der Zeit dann wahrscheinlich eh genug haben. Und dann würden die nächsten Aufnahmen sowohl für die Pokémon-Kämpfe als auch für die normalen Let's Play-Projekte mit der Capture Card aufgenommen werden. Mittendrin im Projekt quasi, in allen vieren. Da werde ich einfach so von Kamera auf Grabber komplett, von Kamera auf Capture Card komplett umschalten. Von einem auf den anderen Mal. Nur so zur Info. Ob ich das wirklich mache, ich werde es wahrscheinlich machen, werde ich euch noch genau informieren. Und dann werdet ihr ja sehen, sobald dann die neue Aufnahmequalität da ist. Und ich werde auch probieren, habe ich ja auch schon erzählt, dass ich mir ein anderes Bearbeitungsprogramm hole, so dass ich hier und da besser aufnehmen kann. Ich brauche ja auch dann kein Handbrake mehr, was meine schwarzen Ränder wegschneidet, wenn ich die Kamera mit Kamera aufnehme. Das brauche ich dann auch nicht mehr. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Gut. Ich hoffe, ihr seid soweit informiert. Eine Sache habe ich noch. Und zwar ist es euch bestimmt auch gefallen. Gestern kam ja ein Professor Layton Part und ein Pokémon-Kampf. Heute genauso. Lag daran, dass ich ja, wie schon erwähnt, Kampfparts bereits auf Vorrat habe genug, weil so viele kämpfen wollen und ich möchte lieber dann schon die Chance nutzen und die Kämpfe dann bereits aufnehmen, wenn auch die anderen Leute, meine Abonnenten, Zeit haben und dann, bevor ich den Kampf komplett vergesse, weil ich ja alles nachkommentiere, kommentiere ich das sofort am gleichen Tag nach. Das ist so mein Plan. So mache ich das dann immer. Und wo war ich jetzt gerade? Ja, genau. Deswegen wundert euch nicht, dass heute ebenfalls wieder ein Dings kam. Ein Pokémon-Kampf und Professor Layton ebenfalls, weil ich da 2 Parts hintereinander aufnehmen musste. Weil das so eine Story so war. Ich hatte nämlich dann keine Zeit mehr, Pokémon später aufzunehmen. Und da ich die anderen beiden Sachen noch auf Vorrat hatte, habe ich lieber das genommen, bevor ich nichts mehr aufnehmen konnte und keine Videos gekommen wären. Das heißt, morgen und übermorgen kommen beide Pokémon-Projekte. Also, ne?
als Ausgleich. Das heißt, morgen kommt Pokémon Y und Mystery Dungeon und übermorgen ebenfalls. Und dann wieder Wurzelekt und Co. Und dann habe ich wieder den normalen Rhythmus. Ne? Also dann wird es wieder ganz normal weitergehen. Also keine Sorge. Ich musste das so machen. Andernfalls hättet ihr dann keine Videos gehabt heute. Das hätte euch bestimmt nicht erfreut. Das glaube ich nicht. Gut, das zum Thema. Eine kleine Sache. Ja, ich hatte eben schon gesagt, ich habe noch eine kleine Sache gehabt, aber es geht jetzt natürlich noch um die nächste Kanalinfo. Was das erste Projekt habe ich euch gesagt. Was das zweite Projekt ist, habe ich euch gesagt. Das dritte Projekt, und das wird jetzt bestimmt sehr, sehr viele erfreuen, denn ich weiß nicht, wie viele etliche Leute, wie viele im Moment mich angeschrieben haben, machst du Dragon Quest 9 weiter? Kannst auch Gruppenbosse machen, bitte. Ich möchte noch ein paar mehr Parts haben. Und ich habe denen immer geantwortet, keine Sorge, ich mache nochmal ein komplettes Dragon Quest 9 Projekt auf dem nächsten Kanal. Und zwar auch mit sämtlichen Grottenbossen. Und dieses Dragon Quest 9 Projekt wird mein drittes Projekt sein auf dem Kanal. Das heißt, es wird zusammen, also fünf Projekte werden ja zur gleichen Zeit kommen. Das heißt, der dritte Projekt wird zu den ersten gehören. Macht also keine Sorgen. Und es wird natürlich auch eine Challenge sein. Eine ganz besondere, nämlich eine sogenannte Solo-Run Challenge. Das bedeutet, ich darf ganz allein, noch nur allein, als der Hauptcharakter, durch die Geschichte durch. Ich darf kein Teammitglied benutzen. Normalerweise kann man vier Leute in ein Team setzen und dann mit denen kämpfen. Ich benutze nur einen einzigen Charakter und das ist der Hauptcharakter. Ja, das wird bestimmt witzig. Ich bin schon sehr gespannt, auf was ich mich da einlassen werde. Solo Run Challenge, Dragon Quest 9 mit Grottenbossen zusätzlich. Also wenn das kein geiles Projekt wird für euch. Weil ihr habt Dragon Quest nochmal, ihr habt zusätzlich mit Grottenbosse und dann auch diese geile Challenge, wo ich alleine rumlatsche. Das wird doch bestimmt spannend. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Projekt. Ist ja auch mein Lieblingsspiel. Dürft ihr ja nicht vergessen. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Ich habe jetzt nichts mehr. Dann sehen wir uns morgen wieder beim ja bei den Pokémon-Projekten und sonst ja bei irgendwas anderes. Wir werden sehen. Bis dann und auf Wiedersehen. Erstens sind wir leider nur zu zweit, weil bisher konnte sich kein anderer mit einschalten bei mir, weil ich bin auch gerade erst gekommen. Ich hatte nämlich gerade Probleme gehabt, leider, was die Aufnahme betrifft, denn mein Kamerastativ ist eben kurz vor der Aufnahme kaputt gegangen. Ja, dieses Kamerastativ habe ich sowohl bei Mario Kart Wii als auch hätte ich das bei zum Beispiel anderen Wii-Spielen wie bei Super Smash Bros. Brawl oder so mitgenommen und benutzt. Das Problem ist, es ist einfach kaputt gegangen, eben gerade. Also mein Pech verfolgt mich hier grundlos. Jetzt habe ich die Kamera einfach so hingestellt, ohne Stativ. Das heißt, es macht das Ganze natürlich, Dankeschön, Sally, noch schwieriger hier. Das ist halt super. Und jetzt bellt der Hund natürlich auch noch. Mann, ist das bescheuert hier. Das läuft überhaupt nicht gut.